Das ist so ein Proberennen. Das ist dann für die Leute, die dann das Spiel gar nicht wirklich mögen. Die hören es dann an dieser Stelle hier aufzuspielen. Nur die Leute, die wirklich, die das Spiel wirklich mögen, die spielen dann noch weiter. So hält man den Server frei von Leuten, die sowieso eigentlich keinen Bock auf das Spiel haben. Ah. Da sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen, oder besser gesagt mit einem abgebrochenen Außenspiegel. Ich bin ja schon ganz schön konzentriert gerade, muss ich zugeben. Habe ich eigentlich Vorsprung oder Rückstand? Oh, knappen Vorsprung. So, zieh, 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 zieh. Diese Mauern, die sind auch fies. Da bleibt man ganz, ganz schnell, ganz einfach dran hängen und schon hat man verkackt. Genauso fies wie diese Steine hier. Jetzt haben wir ordentlich was an Vorsprung. Das war sehr knapp. Das ist hier alles sehr knapp. Die Fahrbahnbreite ist aber auch sehr knapp bemessen. So, und rum um die Kurve. So, jetzt 1,1 Kilometer geradeaus oder was? Einmal Topspeed ausfahren. Da kommt bestimmt gleich irgendwas ganz Fieses. So ein Abhang, wo man ganz schnell irgendwie um die Kurve muss und sonst runterfällt oder sowas. Nö, da kam gar nichts Fieses. Ah, dann kommt das in späteren, späteren Klassen, späteren Meisterschaften. Aber die Entwickler haben hier einiges Fieses eingebaut, gerade bei den höheren Meisterschaften. Hätte ich mir nicht die Beifahrerseite zerdengeln können, brauche ich doch eh nicht. Das ist das Ziel. Das Zeitrennen war jetzt gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hätte. Machen wir ein bisschen Gas geben. Mensch, haben wir einen Vorsprung. Das ist ja himmlisch. Weiter, so. Dann das nächste Zeitrennen, Zeitgeländerennen. Ich mag ja Zeitrennen prinzipiell eigentlich nicht, aber bei B4 Elite ist es, glaube ich, noch mehr. Wir sind wieder live dabei bei der Solar Crown mit all ihren Lieblingsfahrern. Miami, die Wilder-Brüder, Stuart, sie sind alle hier und los geht's. Juhu! Aber ich finde, im Geländewagen hätte man auch ruhig so eine Tick männlichere Hupe verbauen können. Ich meine, das hier, die könnte auch zum Kleinwagen gehören. So eine Schiffstute, so ein Schiffshorn hätte man da einbauen können. Oder so eine mit Melodie. Ich glaube, der Dodge Charger, den man freischalten kann, wenn man die, Zusatzherausforderungen, diese goldenen da, wenn man die alle abgeschlossen hat auf Hawaii, dann kann man Dodge Charger, 68er Dodge Charger RT oder so freischalten. Der hat, glaube ich, so eine Hupe mit Melodie. Und die will zu dem Auto irgendwie überhaupt nicht passen.
8 Sekunden Vorsprung. Jetzt kann mir nichts mehr die Laune verderben. Ja, das ist ja eine gemeine Kurve. So. Zwölf Sekunden. Na, wer ist jetzt der größte Ryan Wilder? Hier hören wir gerade die Intro-Spielmusik. Jetzt ist sie zu Ende. So, da oben ist noch ein Zeitrennen. Und dann fehlt uns noch das Eliminator-Rennen. Der Wagen ist ungetuned, habe ich gerade gesehen. Was für ein Gerangel. Das macht uns ja noch viel besser. Legen sich die Wilder-Brüder mal wieder mit Stuart an. Der Druck dieses Wettbewerbs zeigt sich nun immer deutlicher. Also bis jetzt hatte ich eigentlich keine Frame-Probleme. Jetzt ist der Song gerade zu Ende. Nee, ist klar, der hat gerade erst angefangen vorhin. Ach du Schreck. Ich dachte, durch den Busch kann man durchfahren, aber nein, dann hat er irgendwelche Holzstämme da drin. Die man realistischerweise auch nicht umknicken kann. Neun Sekunden Rückstand. Ich würde sagen, das können wir praktisch eigentlich normal machen. Naja. Wer Wert auf Realismus setzt, ist, glaube ich, bei Test Drive Unlimited 2 sowieso falsch. Außer, dass die Lenkradunterstützung ist wirklich gut. Also, das ist, die Lenkung ist so dermaßen direkt. So habe ich das bisher noch bei keinem Spiel irgendwie gesehen. Bei den meisten Spielen ist sie total überempfindlich, übertrieben. Aber hier wirklich, ja, hier ist sie wirklich direkt. Nicht zu empfindlich, nicht zu unempfindlich. Man kann die Sensibilität ja sogar noch im Spiel einstellen. Ja, wenn wir dem Rennen hier Zweiter werden, ist das auch nicht so wild. Oh, Zitua Rekzi. So, siehst du wohl, da haben wir noch 3 Sekunden Rückstand. Ich denke mal, das dürften wir noch hinkriegen. Das hätte ich, glaube ich, jetzt nicht sagen sollen. Ich glaube, der zweite Platz ist realistisch. Kann ich nicht gut schätzen. Dann verlierst du aus das Eliminator-Rennen, dann sind wir 70.000 reicher. Was kaufen wir uns denn da mal Schönes davon? Wir sind
sind wieder live dabei bei der Solar Crown mit all ihren Lieblingsfahrern. Miami, die Wilder-Brüder, Stuart, sie sind alle hier und los geht's. Vielleicht irgend so ein billigen Ferrari. Es gibt da so Oldtimer beim italienischen Klassikhändler. Ja, die sind ganz nett. Ein Dino und ein 308 GTS Quattro Valvole oder so gibt's da. Quattro Valvole, das steht für vier Ventile. Das bedeutet, der Motor hat, jeder Zylinder hat vier Ventile. Das war für damals fortschrittlich. Heute hat das, glaube ich, jedes Auto. Aber damals war es fortschrittlich. Ne, ich glaube, die beiden gibt es zur Auswahl. Die kosten beide unter 50.000. Die könnten wir uns leisten. Ich meine, so ein schickes Ferrari Cabriolet, ja, kann nicht schaden. Wenn es dann auch alt ist, aber es kann nicht schaden. Ist nicht schlecht. Naja, das Rennen ist ja lang. Ich habe noch eine Menge Zeit, mir zu überlegen, was ich mir davon kaufe. So. Na, Ryan, wer ist erster? Du oder ich? Wenn du da mal den Mund nicht ein bisschen voll genommen hast. Wenn wir B4 Elite abgeschlossen haben, kriegen wir auch noch Ryans Auto, weil er dann beleidigt ist und gegen uns ein direktes Vergleichsrennen um unsere Autos fahren will. Und da können wir noch sein Auto im Wert von 100.000 Euro gewinnen. Da sind wir richtig reich, wenn wir das dann noch verkaufen oder behalten oder wie auch immer. Aber unseres hier ist ja auch ein bisschen was wert. Können wir gucken, welches wir dann verkaufen. Aber ich finde eigentlich seine Lackierung nicht so toll. Also zudem heiße ich ja nicht Ryan, sondern Niall. Und von daher ist auch dieser Schriftzug etwas unpassend. Ich denke, es läuft eher darauf hinaus, dass ich den hier behalte und seinen verkaufe. Und bringt auch mehr Geld. So, wo bleibt ihr denn da hinten alle ab, ihr Schnecken? So, Miami Harris, für dich ist das Rennen schon zu Ende. Das, was nicht auf der Straße ist, da wo sie sich ihre Klamotten schmutzig machen kann, da ist sie nicht gut. Wir haben ein bisschen Vorsprung verloren, aber naja, ich denke, 10 Sekunden sollten auch reichen. Also das heißt, eben dann wäre ja schon einmal, glaube ich, fast 11 und dann eben nur noch 9, aber jetzt haben wir wieder 10 und naja. Jetzt haben wir 12. Jetzt haben wir noch 11. So kann es gehen. Kilometer hat der Touareg S auf der Uhr. Das ist doch fast ein Neuwagen. Nur ein bisschen dreckig, aber einmal durch die Waschstraße und dann war es das. Und den Außenspiegel haben wir ja schon abgebrochen. Ne? Bin ich auf den falschen Knopf gekommen. So. 4 von 7 Runden. Die letzten 3 überstehen wir wohl auch noch. Ich mach mal das Radio aus. So ist das mit modernen Radios. Die lenken nur ab. No
Da haben wir eine Menge unseres Vorsprungs verloren, zwar etwa die Hälfte, aber es geht wohl auch so. So, da haben wir schon wieder 2 Sekunden gut gemacht. Und so viele Runden stehen uns auch nicht mehr bevor. So. Kurve elegant nehmen. Ich habe schon wieder so viel Vorsprung, da verschlägt es mir glatt die Sprache. Vorne ist das Ziel. Da warten unsere 70.000. Nee, doch noch nicht das Ziel. Dann müssen wir noch eine Runde fahren bis zu unseren 70.000. Ich mache das Radio, glaube ich, wieder an, aber erst hinter dieser Kurve. Aber mich irritiert das ohne Musik. Radio after this commercial break. So, als leise Hintergrundbegleitung.